Ihr schaut zu allen Nachrichten von diesem Sonntag und die Themen haben wir für auch Zweck. Einweihung von der neuen Mehrzweckhalle zu Eistel, der Michael Mechari gewinnt der Matterhornlauf und die Velofahrer messen sich an beiden Rennen durch Tour und Grand Raid. Schön, seid ihr mit dabei. Am Samstag hat man zu Eistel die neue Mehrzweckhalle eingeweiht. Für die neue Halle hat man einen Gemeinderatssaal angebaut und auch die Feuerwehr hat jetzt Platz in der Halle. Der Staatsrat Claude Rock hat das Engagement der Gemeinde gewürdigt und im Gegenzug hat der Gemeindepräsident Bruno Andematten dem Staat für die Unterstützung gedankt. Am Sonntag hat man die Kindertagesstätte Ringelreia und die Fussballfelder in Brieglis offiziell eingeweiht. In der Kindertagesstätte kann man jetzt insgesamt 22 Kinder mehr betreuen, die im Alter stehen dort. Im Untergeschoss des Gebäudes hat man 6 Garderoben und das Vereinslokal vom FC Brieg eingerichtet. Am traditionellen Spieltag hat die ProCup Oberwallis die Sektionen aus den Kantonen Baru und Solothurn empfangen. Dabei haben sich gut 100 Teilnehmer in Disziplinen wie Ballenwerfen, Kegeln, Bäckchenfischen, Bixerschiessen oder auch einem Quiz gemessen. Der Gesamt- und Einzelsieg ist am Samstag an Solothurn gegangen. Dann kommen wir zum Sportläufer. Der Eritreer Michael Mechari hat am Sonntag den 26. internationale Matterhornlauf gewonnen. Der Afrikaner, der zu Nater schwund, hat der zweitplatzierte Stefan Wenck um 2 Sekunden geschlagen. Auf den dritten Rang gelaufen ist der Kolumbianer Juan Rangel. Als bester Oberwalliser ist der Zermatter Martin Antematten auf den 6. Rang gelaufen. Bei den Damen hat es einen überlegenden Sieg von der Daniela Gassmann gegeben. Dann kommen wir zum Velofahren beim Velorennen Tortur. Rund um die Schweiz ist die Mannschaft vom Veloclub International Brieg in der Kategorie Dreierteams auf den 2. Rang gefahren. Sie entfernt die 1071 km rund um die Schweiz 1 Tag und 11 Stunden gebraucht. Gerade hinterin auf dem 3. Platz ist das Team Enalpine. Sie haben rund 1 Stunde länger gebraucht als die 2 Klassierten. Mountainbike. Der Alex Moos hat das Mountainbike-Rennen Grand Raid mit einem neuen Streckenrekord gewonnen. Als bester Oberwalliser hat sich der Claudio Wenger auf dem 18. Rang klassiert. In der Kategorie 3 hat der Beat Imhof einen Sieg feiern. Bei den Damen ist die Carmen Schneider dritte gekommen. Fussball. In der Meisterschaft der 1. Liga hat der FC Naters gegen den Aufsteiger Bauer mit 1:0 gewonnen. In der 2. Liga gewinnt der FC Raro das Oberwalliser Derby gegen den FC Brieg mit 4:1. Das Wetter am Sonntag hat fast jede Freizeitbeschäftigung möglich gemacht. Eine kleine Gruppe hat sich dazu einer speziellen Aktivität zu Lesil Zitte getroffen. Der Martin Meul hat sie begleitet. Der See Lesil mit Zitto. Im Sommer Treffpunkt von Schwimmer, Grillfans und sonst der Wasserliebhaber. Am Sonntag haben sich hier auch die Mitglieder vom Teichclub Polaris von Turtma getroffen. Ihr Ziel, die Unterwasserwelt vom See zu entdecken und gleichzeitig ein paar junge Leute zu Teichen beizubringen. Weil aber Teichen als Risikosportart eingestuft ist, gibt es vor jedem Teichgang ein Briefing vom Teichlehrer. Er erklärt, was das Tagesziel ist und was die Teucherinnen und Teucher sollen beachten. Ein wichtiger Punkt vom Tag, weil Sicherheit ist mit dem Teuchen das A und O. Es gibt verschiedene Gefahren, die auf die Teucher einwirken können. Die natürlichen Gefahren, die atemgasbedingten Gefahren und eben die Gefahren, die im Wasser zusätzlich kommen durch Panik oder Kälte. Nachdem dass alle die nötigen Informationen bekommen haben, geht es darum, die Ausrüstung anzulegen und zu kontrollieren. Das kann schon mal ein paar Minuten gehen und wenn alles sitzt und zweg ist, lässt man sich von seinem Teuchpartner nochmal alles kontrollieren. Schließlich hängt das Überleben unter Wasser davon ab, dass die Ausrüstung auch funktioniert. Nebst der funktionierenden Ausrüstung kann man das Risiko aber auch noch mit etwas anderem minimieren. Das Risiko kann man minimieren, wie bei allen Sportarten, indem man eine super Ausbildung macht. Bei den Verbänden, die wir haben, hier im Wallis ist das Tauchclub Polaris oder eben heute Tesseler in Oberwallis, die wahrscheinlich eines der sichersten Teuchschulen sind hier im Oberwallis. Wenn der alles parat und kontrolliert ist, heisst es für die Mitglieder vom Teuchclub Polaris ab Teuchen in die Unterwasserwelt. Und auch wenn man es nicht teuchte, im Lesil gibt es ein Häufchen zu sehen. Es gibt Egli, Krebsa und auch Hechta.
Ein Tauchgang geht dabei rund 20 bis 45 Minuten und wer das Fieber einmal gepackt hat, der kann nicht mehr aufhören, immer wieder unter Wasser zu gehen. So auch der Martin Salzgeber, der am Sonntag mit seinem 200. Tauchgang ein kleines Jubiläum feiern konnte. Also Faszination ist ganz sicher das Schwebelose, also im Wasser schweben. Ich kann jeden Meter, kann ich sagen, wann ich will sein. Ich kann 5 Meter bleiben, ich kann bringen auf 20 Meter, auf 20 Meter schweben. Das ist schön und auch die Ruhe. Es ist einfach still, du hörst nur noch deine Blätter hier oder die von deinem Body, die du mit dir hast. Und das ist eigentlich die Faszination vom Tauchen für mich. Ja. Das schöne Wetter hat am Sonntag aber euch dazu beigetragen, dass euch an Land sehr angenehm war. Für die Mitglieder des Tauchclub Polaris ein wichtiger Punkt, weil das gemütlich zusammen sein gehört für sie genauso dazu wie das Erlebnis unter Wasser. Nach mehreren erfolgreichen Tauchgängen hat sich der Tauchclub Polaris am Abend wieder auf den Heimweg gemacht und der See wieder seinen ursprünglichen Bewohnern überlassen. Wir haben es gerade gesehen, wunderschönes Wetter im ganzen Oberwallis von Lesil bis ins Obergums. Wie der Wochenstart aussieht, wir schauen es gerade zusammen an. Der Start in den Montag ist noch schön und sonnig, im Verlauf des Tages bilden sich aber Quellwolken und am Abend kann es lokal sogar regnen. Die Temperaturen sind auch im Wochenstart noch mal richtig hoch. Die Höchstwerte im Rhonental sind zwischen 28 und 29 Grad. Das Zermatt, das Leukerbad und im Letschental hat es 22 Grad, im Gums sind es 23. Am kühlsten ist im Aletschgebiet und in Asfeda hat es gerade mal 18 Grad. Am Dienstag und am Mittwoch müssen wir mit Regen rechnen. Das zwar nicht der ganze Tag, weil auch die Sonne zeigt sich auch teilweise. Am Donnerstag sind die Niederschläge schon wieder vorbei, es bleibt trocken. Die Temperaturen bleiben während der ganzen Woche hoch, meistens hat es 28 Grad, nur am Dienstag schafft es das Thermometer nur auf 26 Grad. Das waren die Walliser Nachrichten von diesem Sonntag. Schön, seid ihr mit dabei gewesen.